Simon Geschke, wir haben dich gesehen. Du bist offensiv gefahren, bist ein paar Mal mitgegangen. Lief das Rennen so, wie du es gerne gehabt hättest? Nee, ehrlich gesagt nicht. Der Plan war eigentlich mehr, dass wir vor dem Finale, Emu, ich oder Max, eine Gruppe fahren, die ein bisschen Vorsprung kriegt und vorm richtigen Finale dann schon einen kleinen Vorteil haben. Aber das Grundtempo war halt wirklich sehr hoch und also ich habe dann schnell gemerkt, dass das Attacken mehr oder weniger Kraftverschwendung sind, weil auch Spanien und Italien noch sehr viele Leute dabei hatte, die das schon mit einem sehr hohen Grundtempo kontrolliert haben und dann war es mehr wie ein Ausscheidungsfahren. Letzte Runde war eigentlich nur noch Zähne zusammenbeißen und dranbleiben und für Emo und mich hat es dann bei uns beiden nicht so richtig gereicht, um ganz vorne mitzukommen und taktisch hatten wir es uns ein bisschen anders geplant, aber die Rennsituation hat es halt einfach nicht anders zugelassen. Glaubst du, das war so ein bisschen auch so der Schlüssel des Rennens für die Italiener und für die Spanier, dass die dann einfach in dem langen Anstieg immer sehr, sehr schnell gefahren sind? Genau, es ging schon ab und zu mal ein paar Attacken. Vorletzte Runde sind Emu und ich auch mal mitgegangen und so richtig weggekommen ist halt nie was. Taktisch war es halt eigentlich nicht so ein sehr spannendes Rennen. Italien und Spanien haben, wie gesagt, wirklich alles sehr gut kontrolliert, auch die Franzosen noch. Von daher war es einfach wirklich ein schnelles Rennen, noch dadurch, dass die 11 Mann vom Anfang sehr weit weggefahren sind. Das hat halt auch jeden so ein bisschen abgeschreckt, denke ich mal, um das Finale früh mit Attacken zu eröffnen, weil die ja wirklich lange noch über 10 Minuten hatten. Hieß es eigentlich nur im Feld sitzen und abwarten und jede Runde wurde das Feld ein bisschen kleiner. Ja. Wie wirst du die WM im Hinterkopf behalten? Strecke, Kulisse? Ja, wahnsinnig gute Stimmung. Also das wollte ich auch nochmal erwähnen, dass das wirklich Spaß gemacht hat, gerade an dem Langenberg. Wahnsinnig viel Zuschauer, super Stimmung, wirklich wie Alpe d'Huez, super laut und war schön, war sehr schön. Also ich konnte es doch genießen dann. Das heißt, du hättest gerne, wenn es jetzt öfter mal ein bisschen bergig ist bei der WM? Ja, vielleicht nicht ganz so bergig. Also die Runde war sehr schön, der letzte Anstieg. Könnte man sich nochmal drüber unterhalten, ob der nötig war oder nicht. Ja, ich hoffe, es war ein Spektakel.